Herzlich willkommen in deinem Yoga. Wir beginnen heute mit Mukha Bhastrika. Es ist eine Atemtechnik, bei der du am besten für frische Luft, also frisch, nicht im Sinne von kalt, sondern einfach wenig abgeatmete Luft in dem Raum sorgst, in dem du dich befindest. Anschließend kommst du in eine sitzende Position. Ideal wäre, wenn du auf den Fersen sitzen könntest. Du kannst aber auch sonst weiter aufgerichtet bleiben, sollte das nicht gehen. Bei der Atemübung, wir wiederholen die einige Male gleich, bei der Atemübung geht man zur Einatmung in eine leichte Rückbeuge und dann spannst du sanft den Beckenboden an, weil du ausatmend in mehreren Stößen vorbeugend den Atem abgibst. Lange Rede, kurzer Sinn, so geht es. Einatmen, richtest du dich wieder auf und zieh dabei den Kopf hoch, hebe dein Herz an, das Brustbein, sodass du mit langem Rücken, also nicht rund, hochkommst. Gehst hier leicht in die Rückbeuge, streckst dich dabei wieder nach oben und dann wiederholst du, ja? Durch den spitzen Mund, den Krähenmund, Kaki Mudra, atmest du aus, du stößt aus, ja? Du merkst vielleicht selbst, mach ruhig weiter, du merkst vielleicht selbst, dass es Sinn macht, am Beckenboden stabil zu sein, weil wirklich über die Bauchpresse, die du ja mehrmals wiederholst in der Ausatmung, viel Energie bewegt wird und die Energie soll nach oben hinausgehen, nicht nach unten wegschwingen. Ja? Wiederhol das bitte im eigenen Rhythmus. Letztes Mal und dann bleibst du nach der Ausatmung in der Vorbeuge, in der Stellung des Kindes liegen. Du kannst die Knie dazu leicht öffnen und die großen Zehen zusammenlegen. Legst dich zwischen deinen Beinen so weit ab, wie es dir möglich ist. Legst den Kopf ab, entweder auf die Matte oder auf die Hände oder auf einen Klotz.